Traumatolo, die Ems-Gruppe hat im ersten Halbjahr 2016 den Nettoumsatz und das Betriebsergebnis klar gesteigert. Dabei fällt besonders das deutliche Wachstum mit hochmargigen Spezialitäten ins Auge. Wie zufrieden sind Sie mit dem Ergebnis? Ja, wir haben ein gutes erstes Halbjahr gehabt, mit dem Betriebsergebnis 16% über Vorjahr. Da kann man sicher zufrieden sein. Hat Sie das Ergebnis überrascht? Ja, es ist ein bisschen besser ausgefallen, als wir gedacht haben. Wir haben vor allem ein bisschen tiefere Rohstoffpreise gehabt und die Währungen sind auch noch ein bisschen besser gewesen. Ems ist ja nun sehr eng mit der Automobilindustrie verbunden. Wie hat sich das Verhältnis in diesem Zeitraum in der letzten Zeit entwickelt? Sehr gut. Natürlich, dass wir das können steigern können. Der Umsatz und das Betriebsergebnis ist vor allem aufs Wachstum zurückzuführen. Vor allem auch in der Automobilindustrie. Gerade mit Hochtemperaturwerkstoff haben wir viele neue Geschäfte können machen. Welchen Einfluss hatte der VW-Abgasskandal? Praktisch keinen Einfluss. VW oder andere Marken ist für uns eigentlich gleich. Wir sind überall drin und VW hat sich eigentlich auch gut entwickelt, trotz dem Abgasskandal. Ems hatte nach dem Frankenschock im letzten Jahr eine Produktoffensive angekündigt. Welche Erfolge haben Sie mit denen bisher erzielt? Ja, das sehen Sie im Ergebnis. Also gute Erfolge. Wir haben die Menge können um 8% steigern mit dem Spezialkunststoff. Und da sieht man jetzt auch das Resultat von dem, was wir gemacht haben, noch intensiver nach dem Euro-Franken-Mindestkursfall. Kommen wir zum zweiten Halbjahr. Was erwarten Sie dort und welche Ihrer wichtigsten Märkte wachsen dort am ehesten? Was meinen Sie? Ja, wir glauben, das zweite Halbjahr wird für unser Geschäft gut sein. Wir sind zuversichtlich. Wir erwarten, dass der Umsatz leicht über Vorjahr ist und das Betriebsergebnis auch über Vorjahr sein wird. Also es wird sich etwa so fortsetzen wie das erste Halbjahr. Sie haben die Dividende überraschend nochmals erhöht. Laufen die Geschäfte so gut oder haben Sie keine bessere Verwendung dafür? Ja, beides. Wir haben genug Mittel, weil unser Geschäft generiert viel Mittel und das schütten wir dann aus an die Aktionäre. Und jetzt haben wir gute Ergebnisse, gute Liquidität. Jetzt haben wir gesagt, wir schütten außerordentlich noch mehr aus, 15 Franken pro Aktie total. Sie haben eine große Familie, einen wichtigen Job und sind nun auch als Politikerin aktiv. Wie bewältigen Sie das alles? Ja, man muss sich halt gut organisieren und Prioritäten setzen. Wo fehlen Sie denn häufiger, in Bern oder bei Ems Chemie? Nein, schon bei Ems, zum Glück. Die Zeit in Bern ist intensiv, aber nicht immer so produktiv. Und darum bin ich eigentlich lieber bei Ems tätig. Da kann man noch schneller noch mehr erreichen.